Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelkoi. Heute zu Besuch bei Schwarzachtalkoi in Neuenburg am Wald. Randolf und Richard zeigen euch heute ihre Anlage. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, da wären wir. Ja, Randolf, die Anlage habt ihr jetzt richtig schick aufgebaut in den letzten Jahren. Ich war letztes Jahr schon einmal da. Da wart ihr noch fast fertig, aber noch nicht ganz fertig. Jetzt seid ihr soweit durch. Ja, erzähl was über die Anlage. Wie lange seid ihr dabei? Ja, wir machen jetzt das Züchten seit 2012. Haben jetzt letztes Jahr diese Halle gebaut. Und ja, fertig sind wir noch nicht. Mittlerweile haben wir jetzt 13 Becken. Es gibt aber noch genügend Potenzial, wo man sagt, das wollen wir noch verbessern. Und ja, das dauert noch ein bisschen. Aber mittlerweile haben wir jetzt einen Stand, wo man sagt, da kann man damit arbeiten. Da können wir damit arbeiten. Das ist jetzt eure Verkaufsanlage. Richtig. Da können dann die Kunden praktisch direkt reingehen, Fische mitnehmen und ausgucken, was sie haben möchten. Genau, richtig. Genau. Ja, dann schauen wir uns nochmal die Verkaufsanlage an. Gut. Fangen wir mal an. Okay. Hier sind wir, erstes Becken. Hier habt ihr Nisa drin. Richtig. Also in der Halle sind zum großen Teil eigentlich Tosai und Nisai. Hier haben wir jetzt zwei Becken. Das sind die kleinsten Nisai. Das heißt, das sind die billigsten Fische, was wir haben als Nisai. Da haben wir jetzt zum Beispiel, wie in dem Becken, jetzt der Chagoi, Yamapuke sind noch dabei, Einzle, Koyos noch. Die Koyos war ein Zuchtversuch, hat ganz gut funktioniert. Das haben wir aber erst ein Jahr später festgestellt, dass das gut die Zucht war. Aber das Problem ist halt immer, letztes Jahr haben wir die Halle nicht gehabt, wir haben keinen Platz gehabt, deswegen haben wir alle Tosai verkauft oder verkaufen müssen. Und mit den Resten habt ihr jetzt gemerkt, die sind doch ganz gut geworden. Richtig, ich habe etliche Videos und Bilder gekriegt. Und die Entwicklung war positiv. Aber wie gesagt, wir können ja nicht alle Fische selber großziehen, wir haben ja den Platz nicht dafür. Ja, dann gucken wir mal weiter zum Becken 2. Gut, gehen wir mal rüber. Das ist das gleiche Becken, bloß hier haben wir Karashierin und zwei, drei Ojibos. Die haben wir letztes Jahr ebenfalls versucht zu züchten, aber der Zuchtversuch, der ist nichts Besonderes gewesen, das ist nicht das, was wir züchten wollen. Und da müssen wir es halt wieder neu probieren. Kommt oft vor. Es ist immer schwer, einfach eine Blutlinie zu finden, die wo wirklich funktioniert. Und dann auch dauerhaft funktioniert. Ja, und die Vorgabe ist ja, man darf keine Unterschied kennen zu den sogenannten japanischen. Und leider haben wir das Level bei den Ojibo nicht zusammengekriegt und deswegen haben wir das wieder gecancelt. Wir haben zwar heuer wieder eine neue Zuchtverfahren angesetzt, aber da muss man wieder abwarten, zwei Jahre. Das sind ja bei euch sowieso, ihr seid spezialisiert auf Kawari Mono. Wir machen eigentlich bloß Kawari Mono. Und richtig. Das richtig gut, aber Spaß ist halber, probiert da jedes Jahr einmal eine Zucht richtig, und guckt mal, was rauskommt. Genau, richtig. Ne? Ich mein, wie gesagt, hast du schon gesagt, Kawari Mono, das ist unser Schwerpunkt, für das stehen wir und vor allem Drose halt. Wir haben ja vom Martin diese Tunishi-Blutlinie und da haben wir verschiedene Elterntiere und mit dem macht es ja richtig Spaß zum Züchten. Aber wie gesagt, grundsätzlich, wir wollen halt immer große Bodies zusammenbringen und es ist immer schwerer, wie gesagt. Also ist schon nicht einfach. Das glaube ich. Ihr habt ja auch lange Jahre gebraucht, bis ihr einigermaßen auf den grünen Zweig gekommen seid. Ja, ne? Richtig. Ich meine, wir kämpfen ja schon seit, ich sag mal, 10 Jahren halt. Mit Chagoi und Karashi, das hat funktioniert. Da haben wir eine Linie, oder da haben wir drei Linien mittlerweile, die wo groß werden. Dann Karashi Yamabuki, das passt auch. Und im letzten Jahr haben wir Glück gehabt mit Ginrin Chagoi und Ginrin Karashi. Dadurch, dass wir natürlich die Halle nicht gehabt haben, haben wir da wenig Ginrin aufgekommen, nur eine Handvoll. Aber die haben richtig performt und machen richtig Spaß. Haben wir heuer nochmal angesetzt, weil die brauchen wir. Da war die Nachfrage groß. Und ja, schauen wir mal. Ja, dann habt ihr hier noch, gut. Das ist jetzt Sansai und Nisai. Da sind jetzt Nisai drin, beziehungsweise da ist noch eine Handvoll Yamabuki, die sind älter, beziehungsweise noch ein Wasabi-Goi, der ist vierjährig. Die sind teilweise schon verkauft, beziehungsweise kommen jetzt auf die Webseite bei uns drauf. Auf 3, aber das 2, sind jetzt 2, im Groben okay. Ganzen zweijährige richtig, und dreijährige. Richtig, die sind zweijährige eigentlich. Das ist ein mega, mega, mega Wachstum. Schaut es euch an, Leute. Richtig, richtig gut. Richtig tolle Bodies. Ja, sehr schön. Die Becken sind im Durchschnitt, wie viel Kubik habt ihr hier bei diesen Becken, bei der Reihe Becken? Also wir haben 13 Becken. Und das sind jetzt hier 5 Kubik oder 4 Kubik? Ja, 5,5 Kubik mit Filter.
Wir haben einen Bildfilter und einen Helix-Turm noch. Plus Becken sind wir bei 5,6 ungefähr. Je nachdem, was die Höhe, dass wir füllen. Ja, richtig gut. Ihr habt auch überall den EB100 dran, durchgängig. Ja, richtig. Ich mein, plus 2 Kubik Bioturm, ne? Ja, genau, richtig. Ich meine, das System funktioniert, es ist bewährt und man muss das Rad neu erfinden. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht und das passt also. Ich meine, es gibt Vor- und Nachteile bei jeder Filteranlage. Beim Milchfilter ist es halt so, es kann wenig kaputt gehen, weil keine Elektronik dran ist, aber du brauchst ja viel Strom, das ist halt der Nachteil. Ja. Dafür kannst du aber auch mit variablen Beckenständen arbeiten. Richtig, ist A und O. Und vor allem, wenn wenig kaputt gehen kann, bist du halt auch sicher unterwegs. Die Sicherheit ist halt bei uns auch wichtig. Aber wir sind so zufrieden und ich würde es wieder so machen. Das System, was gut funktioniert, ja, kann man nicht ändern. Ja. Wie gesagt, gibt alles Vor- und Nachteile. Andere schweren auf Bürstenfilter oder andere Anlagen halt. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwas haben, was funktioniert und was nicht kaputt geht, weil keine Elektronik dran ist. Die Becken habt ihr selber geschweißt, ne? Wir haben alles selber gemacht. Alles selber gemacht. Alles, ne? Becken selber geschweißt, Elektronik, alles, was man da sieht, haben wir alles selber gemacht. Die Arbeitszeit ist heute noch nicht bezahlt. Auf keinen Fall. Weil wir haben letztes Jahr, wie gesagt, die Halle erst gemacht und dann haben wir Becken für Becken aufgestellt. Wir haben ganz hinten den großen angefangen. Das haben wir da heringeschweißt und dann haben wir dann Becken für Becken dann weiter aufgebaut. Das erste Becken ist eingelaufen, haben wir das Helix rausgenommen für das zweite Becken und so haben wir sie halt einfach, haben wir die Becken aufgebaut. Hartes Stück Arbeit, ne? Ja, ist sehr hart gewesen. So, hier habt ihr jetzt Chagoys. Richtig. Karashis. Black Diamond ist nur drin und ein Ojiba. Ginrin Chagoy schwimmt noch da und ein Ginrin Karashi. Das hier ist auch Nisei, ne? Das ist alles Nisei, es sind weibliche Tiere. Ja. Schau dir das an, wie groß sind die im Schnitt? 50, 55? Ich sag mal, die Masse ist zwischen 50 und 60 cm ungefähr. Richtig, richtig gut. In Deutschland gezüchtet. Schau euch das Ergebnis an. Da gibt's nichts zu meckern. Fantastische Ergebnisse. Ja, aber das war auch 10 Jahre harte Arbeit, da hinzukommen. Gut, ja. Ich würde sagen, gehen wir hier einmal rum. So, hier schwimmt das Gleiche, bloß männlich. Das ist ebenfalls wieder Karashi und Chagoy hauptsächlich. Black Diamond ist wieder dabei. Eine deutsche Verpaarung haben wir auch probiert. Da schwimmt auch noch ein oder zwei deutsche Karashi mit drin. Da waren wir aber nicht zufrieden, weil wir nächstes Jahr was Neues ansetzen. Also wir probieren nächstes Jahr deutsche Karashi zu züchten und haben noch die eine oder andere Varietät, wo wir sagen, okay, jetzt wollen wir probieren Richtung Ginrin Red Karashi zum Beispiel und sowas. Das ist auch sehr schöner Ginrin. Ja. Ja, Ginrin sind gefragt. Leider haben wir alle verkauft, oder die meisten. Wie viel Futter schneidet ihr hier am Tag in so ein Becken rein? Die Anlage könnte theoretisch Minimum 1,5 oder ein bisschen mehr, aber unser Problem ist das Sauerstoff. Ja, das heißt, es macht keinen Sinn nicht. Und weniger ist mehr und es macht dann auch bloß Stress. Und ich sage jetzt mal, im Schnitt kommen da 600, 700 Gramm rein. Es muss halt noch passen. Es kommt darauf an, welche Fische da drin sind oder die Anzahl und wie groß das sind. Gut. Meine, unser Problem ist, wir brauchen noch eine Sauerstoffanlage. Das heißt, wir wollen es noch umrüsten, dass wir Sauerstoffanlagen reinbauen, dass wir eine gewisse Literzahl an Sauerstoff in die Becken 24 Stunden lang rein, blasen halt und dass wir also eine gewisse Grundabsicherung, falls wir einen Stromausfall haben. Aber das müssen wir erst noch kaufen und reinbauen. Da sind wir drüber. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Deswegen, die Anlage ist nicht fertig, wir müssten noch ein bisschen was optimieren, aber wir sind auf einem guten Weg. Da haben wir jetzt Tosei. Das sind jetzt die kleinsten Tosei, wo wir haben. Da sind jetzt drin Red Karashi, dann ist eine Kohaku-Zucht drin. Wir haben letztes Jahr eine Kohaku-Zucht versucht. Das hat funktioniert, aber das Problem ist, 80% sind weniger als rausgekommen. Das war dann nicht so lustig. Weil wir wollten eigentlich Kohakus haben. Aber im Nachhinein ist es eigentlich doch dann positiv gewesen.
Aber wie gesagt, hauptsächlich züchten wir natürlich Kawari Mono, bloß wir wollten halt ein bisschen Farbe auch mal reinbringen. Ja. Also hier sind drin Rekarashi, Benigoi sind einzeln drin, Karashi und Chagoi und einzelne Benigoi sind. Alles klar. So, dann kommen wir jetzt zu den großen Nissei. Auch zweijährige, das ist praktisch die Creme de la Creme. Fast, nicht ganz. Geht noch eine Stufe höher, da kommen wir aber noch dazu. Und hier sind jetzt Nissei drin, Chagoi, Karashi, in der Größe so bis 75 cm. Also ca. 65 bis 75 cm. Alles Zweijährige. Ja. Das sind aber mehr oder weniger die besten von der Zucht dann gewesen. Aber dafür steht er ja auch, richtig große Kawari Mono. Dafür steht auch der Name Schwarzer Taikoi. Und das sieht man hier recht eindrucksvoll. Das sind schon richtige Bestien. Hier schwimmen ja noch generell Chagoi. Das sind so, also wie gesagt, vom Wachstum her, die sind bis zu 75 cm groß. Das sind der Hammer. Also da haben wir richtig, richtig Glück gehabt. Macht auch Spaß sowas. Ja, das macht Spaß, wenn man in das Becken guckt. Das ist schon fantastisch. Das sind Megabodies. Die stehen einem Japan-Koi in nichts nach. Richtig, richtig, richtig schön. Hier haben wir auch nochmal ein großes Becken mit Chagois. Das sind ebenfalls Leiter Nissei. Da sind jetzt drin Ginrin, Choke Chagoi, Ginrin, Chagoi, dann normale Chagoi und auch Black Diamond. Alles zweijährige Leute. Alles zweijährig, alles Nissei. Da klappt dann echt die Kinnlade runter, wenn man diese Body sieht. Und echt Respekt bei dem Fischbesatz auf dem Volumen, würde ich schon anfangen zu schwitzen. Aber gut, ihr habt die Erfahrung, was funktioniert, was nicht funktioniert. Schon mega krass, die Größe als Zweijährige. Da gibt es nichts zu meckern. Gut. Ja, und hier habt ihr wie viel Becken? Das ist euer größtes Becken? Ja, richtig. Das sind 10, 12 Kubik oder wie viel sind das? 11 Kubik. 11 Kubik, genau. Das ist unser größtes, da schwimmen wir jetzt immer die besten Nissei drin. Also die Masse ist Nissei bis auf 3-4 Yonsei und einen einzigen Asagi Nanashi, dreijährig haben wir noch, der schwimmt hier. Alles andere ist zweijährig. Genau, wir haben noch zwei ehemalige Zuchttiere drin. Das ist einmal der Asagi Nanashi, das müsste um die ja, 95 irgendwo da sein, plus minus, weiß ich nicht genau. Und nochmal ein Karashi, der ist ebenfalls 95 plus. Und ein Kohaku noch. Richtig. Ebenfalls Elterntier. Ist ein Elterntier, den verkaufen wir. Und der Rest ist alles Nissei. Auch Nissei. Richtig. Das ist dann jetzt die Creme de la Creme. Das ist das Beste, was wir haben. Das sind Asagi zum Beispiel. Asagi, Entschuldigung. Ginrin Karashi von unserer Zucht. Dann Ginrin Ochiba sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Dann normale Wagoi. Das ist jetzt ein Vierjähriger. Ein von den letzten noch. Also die größten Vierjährigen darin sind so um die 90 plus minus. Die Nissei sind zwischen 70 und 76 so und im Dreh. Hammermäßig. Richtig, richtig schöne ja. Fische. Der ist aber jetzt schon... Richtig, das ist ein ehemaliges Zuchttier, das ist ein Männchen mit so um die 95 plus minus. Wahnsinn. Wie alt ist er? Muss jetzt passen, muss ich nachschauen. Also Wahnsinn. Ich schätze mal so um die 8 Jahre. Ein brachiales Gerät. Ja, das kann man mal wirklich ein Becken nennen. Davon gibt es nicht ganz so viel in Deutschland mit der Größe und dem Besatz. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig schöne Fische. Zu dem Asagi Nanashi muss ich auch sagen, da haben wir ja letztes Jahr haben wir die angesetzt gehabt, da ist aber die Brut umgefallen. Da haben wir ja viele Anfragen gehabt und die haben wir jetzt heuer neu angesetzt und bis jetzt schaut es ganz gut aus. Mhm. Da haben wir einen Ginrin Chachagoi, das ist ein vierjähriger Karashi mit 90. 4 Jahre 90 Zentimeter. Ja. Ja, bis vor kurzem haben wir noch ein Sagina Nanashi gehabt, das vierjährige, auch so um die 85 bis 90 cm. Das ist ein Nanashi. Ja. Hier sieht man auch ganz gut, dass man auch in
deutschen Gefilden als deutscher Züchter hervorragende Ergebnisse erzielen kann, was natürlich jahrelange Arbeit, viel Schweiß und Entbehrung entspricht. Anders kommt man nicht zu solchen Ergebnissen. Aber beeindruckende und beachtliche Ergebnisse, auf die ihr schon richtig, richtig stolz sein könnt. Das macht euch so schnell, glaube ich, keiner nach hier in Deutschland. Da habt ihr schon fast ein Alleinstellungsmerkmal mit den Größen, die ihr hier erreicht habt. Fantastisch. Ja, das war das größte Becken. Richtig. Dann wären die Nummern jetzt, glaube ich, wieder etwas kleiner. Genau, richtig. Hier haben wir eine Japanerin. Genau, ein großes Ankebecken. Das heißt, es sind ehemalige Zuchttiere. Die haben wir jetzt vor 3 Wochen ausselektiert, weil wir brauchen ja wieder Platz und da hat das Blut nicht gepasst. Beziehungsweise Sanke haben wir sie mal versucht. 2-3 Mal, aber das haben wir alles gecancelt. Also wir züchten keine Sanke mehr, wir züchten keine Shoba mehr. Wir machen hauptsächlich bloß nur Kawarimono und vielleicht einmal Kohaku-Zucht oder sowas. Aber Ochiba wäre natürlich sehr schöne Elterntiere gewesen, aber der Kinrin Ochiba zum Beispiel, der hat keinen Samen. Mhm. Hatte Samen, hat keine mehr. Das heißt, können wir dann auch nicht mehr für die Zucht gebrauchen, leider. Ja, steckst nicht drin. Natur ist Natur, ne? Genau, richtig. Geht nur über Probieren und Studieren. Richtig, ja. Trotzdem ein sehr schönes Becken. Ja, das sind, ich sag mal, von der Größe her sind die bis zu 81 cm. Mhm. Jetzt von, also zwischen 70 und 81 sind die Tiere. Teilweise dreijährig. Ja, richtig schön. Hier sehen wir wieder Tosei. Das ist eigentlich das gleiche Becken wie gegenüber, nur dass das größere Tosei sind, also zwischen 25 und 30 cm. Mhm. Hier sehen wir halt auch wieder Jockey Chagoi, normale grüne Chagois. Red Karashi sind herin, normale Karashis, ja, Kohaku noch einzelne, das ist der Kohaku-Zucht. Ja, und das wäre so ein großer. War doch schon eine Klasse besser praktisch als das Becken zuvor. Sind ja auch das Becken, was das nächste kommt, das sind alles derselbe Wurf, bloß nach Größe selektiert, nach genau, Wachstum. Genau. Ne? 20 bis 25, 25 bis 30. Ja. Und jetzt kommen wir zu 30 plus. Richtig, das sind jetzt die 30 bis 35 oder teilweise 37. Alles Tosei. Bei uns ist das Problem, wir haben leider nicht den Platz, dass ich sage, okay, wir tun die Chagoi-Einzel, wir tun die Red Karashi in ein Becken und wir tun die Kohaku in ein Becken, dann können wir es leider nicht leisten. Das heißt, deswegen sind sie gemischt, nach Größe sortiert in den Becken. Ja, sieht richtig gut aus. Das heißt natürlich nicht, dass bei den 20 bis 25er nicht noch einer durchstarten kann, aber als Tosei muss man eh aufpassen, man muss ganz ehrlich sein, aber die Männer sind meistens die Kräfte, also die schnelleren, die kräftigen, die gehen eher vor. Können auch die schnell wachsen am Anfang sein, aber ich sag mal, die schwächeren Mädels, die holen jetzt dann auf, beziehungsweise überholen dann den Mann als Jumbo Tosei zum Nissei. Und da muss man vorsichtig sein. Als Tosei ist alles noch sehr vage. Umso älter, umso genauer wird es dann auch. Alles ist möglich. Ja. Mhm. Ja, und hier haben wir dann nochmal das Special-Becken. Richtig. Das hier ist etwas Besonderes. Das sind Zweijährige. Das sind Zweijährige. Die ihr letztes Jahr aus eurem Naturteich nicht abgefischt habt und kalt überwintert habt. Genau. Und dementsprechend praktisch ein Jahr auf Pause gesetzt worden sind. Absolut, ja. Wo der Platz nicht da war. Genau. Also es sind jetzt Kinderin Chagoi, Kinderin Karashi, normale Chagoi, die, da wo wir einen Platz nicht gehabt haben, die haben wir klein gehalten und die haben wir jetzt vor 4-6 Wochen zurückgeholt und ziehen die jetzt groß. Die müssen wir jetzt auch nochmal selektieren. Aber ich sage mal, wir haben ja letztes Jahr nicht gewusst gehabt, dass diese Gildenrindverpaarung so gut ist und auf die freuen wir schon wieder. Weil die machen Spaß auch vom Wachstum her. Und dann schauen wir mal. Aber auch, obwohl das ja älter sind, die wachsen deswegen, also werden trotzdem groß. Ich denke, das ein oder andere Juwel, was noch nicht abzusehen ist. Genau, richtig.
Ich meine, das erst ein Jahr, ein Winter verpasst, heißt nicht, dass sie nicht trotzdem noch auf 80, 90 gehen können, kann man halt nicht abschätzen. Genau. Ne? Ja, richtig schönes Becken. In der Größe machen sie auch fast am meisten Spaß. Richtig. Wie sagt der Martin immer, wenn ein Koi aufhört zu wachsen, fängt der einen an zu langweilen. Stimmt. Ja. Na gut. Hier waren wir schon. Ja, sehr schöne Anlage. Viel Fisch, riesige Fische. Kann man nicht anders sagen. Lässt dann teilweise fast sprachlos zurück, wenn man die Nisa im letzten Becken sieht. Sehr schöne Anlage. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt legen wir nochmal den einen oder anderen in die Wanne, damit ihr sie nochmal aus der Nähe sehen könnt. Aber das ist dann der nächste Vlog. Wenn ihr Spaß hattet, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.